Geostrategie. Es ist eigentlich die Grundwissenschaft, um überhaupt diese Konflikte zu verstehen. Die haben sich da in eine Position reinmanövriert, die ich weder für klug noch für langfristig durchhaltbar erachte. Wir haben ein Problem. Wir haben mit Katar telefoniert, die liefern das. Wir wollen jetzt nichts mehr von den Russen. Und die Wahrheit ist die, man kann das russische Öl und Gas auf die Schnelle nicht ersetzen. Liebe Zuschauer, was für eine Ehre. Heute Dr. Daniele Ganser auf unserem YouTube-Kanal. Er ist ja bekannt als Friedensforscher, Historiker und auch mehrfacher Buchautor. Sein letztes Buch, Imperium USA, hat ebenfalls eingeschlagen, genau wie die Bücher zuvor. Vielleicht kannst du es mal in die Kamera halten. Ich kann es nur empfehlen. Wir werden es unter dem Video verlinken. Und wir schauen uns auch mal an, was eigentlich mit dem Ukraine-Krieg aus deinem Blickwinkel los ist. Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, Dominik, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich spreche immer sehr gerne mit dir. Die Preise für Energie, gerade im Gasbereich, explodieren. Deutschland hat entschieden, die AKWs abzuschalten. Die Kohlekraftwerke werden entsprechend auch eingestellt und runtergefahren. Wir sind also abhängig, zumindest in Deutschland, vom russischen Gas. Die Russen haben zwischenzeitlich Verträge geschlossen mit China. China freut sich über das günstige Gas, hat den Bedarf dafür und Russland hat einen zuverlässigen Abnehmer. Jetzt wäre meine Frage: Die Folgen eines Gasembargos, zumindest sagt es der Vorsitzende der österreichischen Gesellschaft für Kriegsvorsorge, wird uns in den nächsten 5 Jahren in einen europaweiten Blackout führen. Ist das was, wovor sich die Menschen deiner Meinung nach ernst zu nehmen fürchten sollten? Oder glaubst du, dass diese Angst wird hier gerade zu hoch gekocht? Und wie siehst du das als Schweizer? Ja, also die Schweiz ist ja eigentlich in der gleichen Lage wie Deutschland und Österreich. Und da muss man einfach mal den Ist-Zustand anschauen. Und der ist so: Wir haben kein Erdöl und wir haben kein Erdgas. Ende. Das war's. Wir haben im eigenen Boden in der Schweiz kein Erdgas und wir haben auch kein Erdöl in der Schweiz. Das heißt, jeder Tropfen Erdöl oder jeder Kubikmeter Erdgas, der verbrannt wird, muss importiert werden. Und das ist auch für Deutschland so und das ist auch für Österreich so. Also ich finde es absolut verrückt, ich kann es nicht anders sagen, von der deutschen Regierung, dass sie so stark in diese Feindschaft mit Russland geht und zum Beispiel Nord Stream 2 nicht füllt. Also die Pipeline ist gebaut, bringt günstiges Erdgas von Russland nach Deutschland. Und meine Meinung ist ganz klar, man müsste diese Pipeline füllen. Und Deutschland sollte dieses Erdgas beziehen. Ich weiß, jetzt schreien viele auf und sagen, ja, wie kann man Öl oder Gas beziehen von einem Land, das nicht eine Demokratie ist oder von einem Land, das Kriege führt? Moment. Also, man kann natürlich nach Katar gehen, aber Katar hat 2011 Libyen bombardiert. Ja, man kann natürlich nach Saudi-Arabien gehen und von dort Erdöl beziehen, aber Saudi-Arabien führt gerade einen Krieg mit Jemen. Oder man kann Erdöl oder Erdgas aus den USA beziehen, aber die USA haben 20 Jahre Krieg gegen Afghanistan geführt. Also ich sage nur so, wenn man alle Länder weglässt, die in den letzten 20 Jahren illegale Kriege geführt haben, ja, dann hat man keine Lieferanten, keine. Irgendjemand wird dann sagen, doch, dann kann man doch Öl und Gas aus England beziehen. Die haben doch offshore auch Öl und Gas. Dann sage ich, ja, aber England hat 2003 den Irak angegriffen. Das war total illegal. Von denen kannst du auch nicht kaufen. Und dann werden sie sagen, ja, dann kaufen wir halt von Norwegen. Dann sage ich, ja, Norwegen hat 2011 Libyen bombardiert. Das war ja auch illegal. Also irgendwo müssen wir dann wieder eigentlich auf eine realistische Einschätzung kommen und sagen, nicht nur Russland hat illegale Kriege geführt, auch die USA haben illegale Kriege geführt, auch Norwegen hat illegale Kriege geführt. Meine Güte, es gab doch keine Berechtigung, dass Norwegen Libyen bombardiert. Es gab keine. 2011 haben sie aber gemacht. Es gab doch keine Berechtigung, dass England den Irak bombardiert. Haben sie aber gemacht. Jetzt sage ich, wenn man mal diese grobe Übersichtsordnung macht und dann sagt, also gut, dann ist es scheinbar schwierig, Erdöl und Erdgas von einem Land zu importieren, das keine illegalen Kriege führt. Dann muss man sagen, dann können wir uns einfach als Plan vornehmen, längerfristig Öl und Gas zu reduzieren und die Erneuerbaren aufzubauen. Und das finde ich einen guten Plan. Genau das soll man verfolgen. Aber man soll nicht in einer Hauruck-Aktion sagen, so ein bisschen, ich bin sauer, ich nehme kein Gas mehr vom Russen. Das ist einfach keine Analyse. Das ist keine Analyse. Man sollte das Gas jetzt nehmen, aber längerfristig, und auch das Öl, aber längerfristig sollte man die Abhängigkeit abbauen, indem man Richtung erneuerbare Energien geht. Ich möchte vielleicht noch was anfügen.
der Wirtschaftsminister, der Habeck, ist ja dann nach Katar gefahren, ja. Mhm. Ja, Katar hat aber. Ja. Aber Katar hat gar kein Erdgas jetzt für die Deutschen. Also diese Idee von, wir nehmen es dann von Katar, die stimmt gar nicht. Die stimmt nicht. Katar hat Lieferverträge mit anderen Ländern und natürlich, die können auch ihre Produktion noch ein bisschen rauffahren, aber das Katar-Erdgas muss erstens auf ein Schiff, das ist Liquefied Natural Gas, LNG, und dann braucht es aber diese Schiffe, dann braucht es die Terminals. Nee, es ist einfach alles nicht da und da wird wirklich so getan wie, kein Problem, wir haben mit Katar telefoniert, die liefern das, wir wollen jetzt nichts mehr von den Russen. Das ist einfach gar keine vernünftige Analyse und Dominik, du sagst es richtig, wir sind jetzt im Sommer, ja, im Winter ist die Diskussion eine ganz andere und ich finde, man muss hier wirklich den Menschen die Wahrheit sagen und die Wahrheit ist die, man kann das russische Öl und Gas auf die Schnelle nicht ersetzen. Das ist die Wahrheit und ich finde, auch die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland sollte eigentlich eine gute sein. Also man sollte wirtschaftlichen Austausch haben, man sollte die Gaspipeline Nord Stream 2 füllen, aber ja, im Moment weht der Wind in eine ganz andere Richtung. Sogar die Schweiz hat Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland verhängt, was ich für völlig falsch halte. Aber gut, das ist meine Sicht der Dinge. Die Politiker, die im Moment an der Macht sind, Annalena Baerbock und Scholz und andere, die haben sich da in eine Position reinmanövriert, die ich weder für klug noch für langfristig durchhaltbar erachte. Die Frage ist auch, ob der Vertrauensentzug durch die Sanktionen überhaupt wieder reparabel ist. Nämlich, wenn Russland seine Verträge mit anderen Abnehmern schließt, selbst wenn man sich wieder anfreundet, die Russen haben vielleicht dann auch nicht mehr die Möglichkeiten, das Gas in dem Übermaß zu liefern. Das Symbol, mutig zu sein, das braucht es in der heutigen Zeit. Und Menschen, die vorausgehen, auch wie du, dafür danke auch von meiner Stelle. Es gibt immer wieder Hoffnung, jemanden, der so ein kritisches Thema behandelt, auch auf eine positive Art und Weise zu betrachten oder zu sehen, wie er das positiv rüberbringt. Und hier geht es zum letzten Interview zwischen Dr. Daniele Ganser und mir. Sehr spannend, ist vieles tatsächlich auch so gekommen, wie es dort angesprochen wurde. Also es lohnt sich, dort auch mal vorbeizuschauen, wie hoch die Glaubwürdigkeit anzusiedeln ist. Ich sage sehr hoch und abonniert auch unseren YouTube-Kanal. Danke, Daniele, und bis zum nächsten Mal, hoffentlich bald. Ich danke dir, Dominik, für das Gespräch.